Hi, ich bin hier im Gustav Wallebad in Würzburg und ich habe den einzigen Meermann in Unterfranken getroffen. Chris Riel heißt er, ist coolerweise hier vorbeigekommen und wir schauen uns jetzt mal an, was du mir und uns mitgebracht hast. Mach mal. Also ich habe hier erstmal eine Flosse zum Üben dabei. Mhm. Ganz einfach, beide Füße rein und los geht's. Die ist auch nicht so schwer, die ist schon beweglich, kommt immer gut voran. Und dann habe ich natürlich auch noch die echten Tails, wie man sie kennt von Mermaids und Mermen. Okay, das sieht interessant aus. Und auch schwer. Ja, also 30 Kilo, wenn sie trocken sind ungefähr. Oh, okay, also das ist richtig, das ist ein bisschen wie ein Fitnessstudio. Mhm. Oh fuck, also das kann ich fast kaum heben. Und du hast noch eine zweite mitgebracht, genau. Was unterscheidet die beiden jetzt? Das ist eigentlich genau das gleiche, nur dass der innen drin noch Neopren hat. Das heißt, du kannst ihn noch anziehen, wenn es Wasser kälter ist oder so. Wo hast du diese wahnsinnigen Tails her? Ich habe die aus Florida. Da gibt es eine Firma, die macht die. Also gibt es sogar mehrere. Mhm. Aber ich bin da vorbeigefahren im Urlaub und habe das gesehen. Genau, das schaue ich mir mal an. Und dann, ja. Das war die Geburtsstunde auch des einzigen unterfränkischen Meermanns. Genau, genau. Ich wurde ausgemessen und alles und dann hieß es, los geht's. Was darf man denn beraten für so eine Flosse? Also ich habe den ich selber gezahlt habe, den ersten, das waren 1500 Dollar. Und die habe ich dann beide gesponsert. Die sind auch ein bisschen teurer. Aber die hätte ich auch nicht gezahlt. Ja, ja, Wahnsinn. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Gewicht, muss ich sagen. Aber ich hänge da jetzt mit drin. Das heißt, richtig. Wir legen jetzt los und müssen uns natürlich zuerst umziehen. Jo, wir sind jetzt endlich umgezogen. Ich glaube, das hat 25 Minuten oder so gedauert. Ja. Ich schwitze wie ein Schwein, du bist schon nass und ich werde jetzt versuchen, zum ersten Mal in meinem Leben zu wassern mit so einer Schwanzflosse oder eben zu notwassern. Ich glaube, ich mache die Walfischtaktik. Jetzt habe ich mein Handy nur einstecken. Hier ist es leichter auf jeden Fall mit der Flosse. Ja. Was muss ich denn jetzt beim ersten Mal schwimmen beachten? Was ist meine Bewegung? Also am besten machst du die Bewegung aus der Hüfte, also richtig aus dem Bauch raus und nicht nur aus den Knien, weil dann kommst du nicht vorwärts. Also es ist eigentlich wie beim Delfinschwimmen, der gleiche Beinschlag. Und wenn du unter Wasser gehst, tust du am besten deine ganze Luft ausatmen, sonst treibst du wieder hoch. Und am besten nimmst du die Arme so nach vorne, weil dann kannst du nämlich, wenn du hoch musst, einfach nur so machen und dann fliegst du auch wieder hoch. Und was passiert, wenn ich jetzt schon gekrampft habe? Dann kommst du auch am besten wieder hoch. Genau, im Tiefen fällt mir schon mal auf, dass man echt was tun muss, dass man so auf der Stelle stehen bleibt. Yep. Das ist ohne so eine Flosse auf jeden Fall sehr viel einfacher. Wir würden uns jetzt mal auf den Boden setzen. Und dann unten schön posen. Okay. Okay. Ja, Probeschwimmen mit einem unterfränkischen Meermann oder dem unterfränkischen Meermann. Mein Fazit ist, es ist viel anstrengender, als es aussieht. Die 30 Kilo merke ich auch unter Wasser. Und was enorm auffällig ist, dass die Füße, die Sehnen total wehtun. Yep. Also ich glaube, ich habe das halbe Chlorbecken ausgetrunken und meine Nase hat auch gezogen. Für mich ist es, glaube ich, jetzt eher weniger.
Aber Glückwunsch, dass du damit dein Hobby und deine Berufung gefunden hast.